Hallo Leute und willkommen zurück bei wer ist der betrunkene Schauspieler hier hinter uns? Nein, keine Ahnung. Wo ich vorhin die Aufnahme wieder gestoppt habe, hat er auf einmal wieder angefangen zu weinen. Jetzt ist er wieder betrunken. Er kann sich nicht entscheiden, welche Rolle er einnimmt, glaube ich. So, also, nächste Runde Witcher 3. Oh, jetzt haben wir richtig. Ja, kümmere ich mal ab eine Runde, das wäre besser so. Ist das Spiel gerade ein bisschen laut? Wartet mal ganz kurz. Ganz kurze Pause, Moment. So, da bin ich wieder. Wahrscheinlich bin ich jetzt ein bisschen lauter. Ich habe noch nicht so richtig den richtigen Wert raus, wie laut das Spiel, beziehungsweise wie laut mein Mikro im Vergleich ist. Aber das Spiel ist jetzt ungefähr bei... Sorry, wenn ich euch da jetzt gerade... aber ungefähr bei 30 Dezibel. Und wenn ich spreche, bin ich ungefähr bei 20. Ja, naja. Okay, sorry, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Testen mit dem neuen Audio-Interface und so. Das muss ich erstmal ein bisschen einspielen. Ich lasse dann immer meistens, ich teste das dann immer, wenn wenn ich jetzt die Aufnahme fertig habe, dann spiele ich die ab und lasse dann irgendein anderes Let's Play von irgendeinem anderen YouTuber oder wie auch immer laufen. Und dann vergleiche ich immer so ungefähr die Lautstärke. Und ich habe festgestellt, dass es da unwahrscheinlich viele Unterschiede gibt. Also manche nehmen relativ leise auf, die muss man dann noch ordentlich laut machen. Und andere, die haben halt richtig... Ja, die sind halt laut. Ne? Und ich finde es eigentlich theoretisch auch besser, wenn man die Aufnahme relativ laut hat. Weil leiser kannst du halt immer machen, weißt du? Aber lauter kannst du nicht unbedingt immer machen. Und erst recht nicht, wenn die Aufnahme sehr leise ist, dann hast du manchmal Probleme, das vernünftig zu verstehen, halt alles da. Naja, wie dem auch sei. Ein bisschen Blabla am Rande. Okay, Auftrag vermisste Bergleute. Das werden wir jetzt mal schnell in Angriff nehmen. Das ist ja gleich hier oben. So weit ist es gar nicht weg. 200 Meter. Oh, was haben wir denn da? Schon wieder einer von diesen Riesen. Relativ viele hier, ne? Oh, guck mal, jetzt schläft er. Vielleicht können wir einfach vorbeilaufen. Wir müssen ja nicht immer alles und jeden angreifen. Die sind ja auch eigentlich nicht per se böse, glaube ich, ne? Die sind halt einfach nur... Ja, okay, jetzt kommt er gleich. Zyklop. Ah ja, genau, Zyklop heißen die. Jetzt habe ich überlegt, aber deswegen habe ich einfach nur Riesen gesagt. Aber naja, passt ja auch irgendwie. Aua. Bist du hässlich. Kann doch nichts dafür, Geralt. Sei mal nicht so. Boah, Zyklop. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich glaube, wir sind hier über etwas harte Zeiten. Quest verfolgen. Setze dein Hexersinn ein, um den kaputten Wagen zu untersuchen. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Ja. Ich glaube, hier sind wir über eine weitere Quest gestoßen. Das Blut ist sogar noch feucht. Aber wurden die von dem Zyklopen ange... Glaube ich nicht. Die Spur ist noch frisch. Harte Zeiten. Wir gucken mal ganz schnell. Womöglich hatte es eine Zeit gegeben, in der das Reisen noch sicher war, während des Friedens eines gerechten Herrschers oder ehe die Konjunktion so viele schreckliche Bestien in unsere Welt brachte. Sollte dies einst der Fall gewesen sein, so gehören diese Zeiten längst der Vergangenheit an. Die Skellige, auf deren kaputten Wagen Geralt mitten auf Art Skellig stieß, hatten dies am eigenen Leib erfahren müssen. Die armen Seelen hatten gegen die Zyklopen, von denen sie abgeschlachtet worden waren, nichts ausrichten können. Aber wurden die wirklich von den Zyklopen angegriffen? Mal gucken.
und die Spuren hier noch hinführen. Das Blut ist sogar noch feucht. Ja. Hans. Hier sind Bären. Ach, guck mal, die Spuren führen auch hier lang, gar nicht zu den Bären. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Ja. Mhm. Noch eine Spur. Neckar. Haben also auch hier ihr Unwesen. Oder treiben ja auch ihr Unwesen. Hey, wie soll ich denn da nichts abgezogen? Was soll ich denn getroffen haben? Was ist denn das hier für eine? Das sehe ich ja noch nicht. Ja noch jemand? Noch ein Opfer. Brief an Janne. Janne, mein liebster Sohn. Wir sind derzeit vom Pech verfolgt. Das Schiff von Singers Mann ist auf der letzten Expedition im Sturm zerschellt. Bjorn hat überlebt, den Göttern sei Dank. Aber es werden Wochen vergehen, bevor der Kapitän wieder ein Schiff gebaut hat und bis dahin muss das Leben weitergehen. Wir essen jetzt von den Wintervorräten. Ich wage nicht daran zu denken, was geschieht, wenn sie aufgebraucht sind. Darum schicke ich Singa zu dir und bitte dich in unser aller Namen um Hilfe. Wenn du kannst, gib Singa Arbeit und dann kommen Bjorn und ich zu dir nach Kaer Trolde. Vielleicht gibt es auch für Bjorn Arbeit am Schmiedefeuer. Und wenn ihr auf Kaer Trolde auch keine Arbeit habt, dann leihe Singa bitte wenigstens ein paar Kopper. Ich zahle dir alles mit Zinsen zurück, wenn wir die Not überwunden haben. Es glaubt an dein gutes Herz und dankt dir im Voraus, deine liebende Mutter. Ach Mensch. Tragisch. Sehr, sehr tragisch. Gib dem Schmied von Kaer Trolde den Brief. Und Kaer Trolde war doch auch gar nicht so weit weg von hier, ne? Das war doch da oben alles. Ja, genau. Gut, werden wir also auch noch erledigen. Staunen, dass wir da jetzt so zufällig drüber gestoßen sind. Gut, dann machen wir erstmal vermisste Bergleute weiter. Haben wir auch das wieder erledigt. Dann gucken wir mal. Da wurden die, wie gesagt, da wurden die wahrscheinlich von dem Zyklopen zwar angegriffen oder wie auch, naja, wobei, warte mal. Ne, die wurden hier wahrscheinlich vom Zyklopen zermalmt und sie wollte fliehen in den Wald und wurde dann von den Leckern weggesnackt. So könnte man sich das vorstellen, ne? Natürlich auch. Richtig mies. Naja. Die Welt in Witcher, ne? Ah, guck mal, hier haben wir das Lager. Das Lager der Bergleute. Hier könnte ich Hinweise finden. Auftrag vermisst die Bergleute. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Blüten, ein Feuerchen und Spuren. Fußabdrücke. Menschlich. Wir hören ja jetzt schon wieder jede Menge Wölfe, glaube ich. Sie sind auf eine große Ader gestoßen, aber etwas lief schief. Mal gucken. Da ist ein Wolf. Ich glaube, die haben uns schon entdeckt, oder? Entfernen die sich immer mehr. Kommt mal ran. Ja, es läuft er da. Okay, komm, wir machen die mal schnell weg. Ja.
schon andere Wölfe, ne, als die, die wir in Ibelen hatten. Schon ein bisschen gefährlicher. So, haben wir sie alle? Ja, ich denke schon. So, gucken wir mal, was mit ihm hier passiert ist. Oh, wir müssen reparieren, sehe ich gerade. Wunden von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. Okay. Hier ist jemand gekrochen, mit gebrochenem Bein. Wurden die überfallen? Jetzt hat jemand das Spitz bekommen, dass sie eine gute Erzader erwischt haben und wollte mit den Erzen irgendwie abhauen. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes, was Großes. Oder so. Aber warum? Warum greift er die Bergleute? Also muss er dann wahrscheinlich ein Monster sein. Ist auch schön hier, ne? Dieser kleine Bach. Nee. Nein, See ist es ja nicht, aber wie nennt man das? Tümpel, Teich? Teich, oder? Ist schön. So, hier haben wir jede Menge Ziegen, aber die Spuren gehen hier in die Höhle rein. Okay. Eingang der Höhle. Zertrümmerte Knochen. Menschenknochen. Ein Felstroll. Sieht ganz so aus. Ach. Ein Troll. Naja, wahrscheinlich wollte der nicht, dass hier in seiner Höhle Wummer Wumm. Ach Gott, wahrscheinlich wollte der nicht, dass in seiner Höhle hier der ganze Kram geklaut wird einfach. Ist ja immerhin seine Höhle. Na, wir gucken mal. Wummer Wumm wird bestimmt nicht böse sein. Hier liegt noch eine Leiche. Tot. Einfach tot. Einfach tot. So, wir machen mal ein bisschen Licht an. Oh, da hat er aber ganz schön rumgewütet hier, viele, ne? Blutergüsse und Abschürfungen. Gebrochene Knochen. Da hat Wummer Wumm echt richtig. Eine Silberader. Deshalb sind sie hier. Deshalb sind sie gestorben. Ich denke mal, die haben im oder gegen den Willen von dem Troll gehandelt. Ja, mal gucken, was der Herr Troll gleich sagt. Wummer Wumm hört sich jetzt auf jeden Fall aber nicht so böse an eigentlich. Mal gucken. Zumindest können wir mit ihm reden, glaube ich. Oder? Nee, ich sprich mit ihm und entscheide über sein Schicksal. Ich kann mit ihm nicht reden. Oder? Jetzt muss ich ihn aber auch ein bisschen. Ach, guck mal jetzt. Warte, ich will reden. Oh, wieso ist denn der so? Reden. Reden. Aber du still. Oder troll dich Wummer Wumm wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen Wumm gemacht? Sie in Haus von Troll laufen. Aha. Troll sagen raus, Männer. Aber sie Wummer Wumm Trollfelsen. Also Troll auch Wumm. Das kann ich leider nicht zulassen. Ich lasse es dir durchgehen. Sie haben es so gewollt. Ja, wisst ihr? Also er hat die ja sogar gewarnt. Und die haben trotzdem es einfach gemacht, ne? Dann ist klar, dass er dann durchdreht und Wummer Wumm macht. Soweit ich dich verstehe, haben sie Streit gesucht. Ich lasse es durchgehen, diesmal. Aber wenn du andere Menschen tötest, komme ich wieder und schlag dir den Kopf ab. Verstanden? Nein. Worte so, Worte viel. Kopfschmerzen. Ich versuch's nochmal. Du, Männer, nochmal Wummer Wumm. Ich dich, Schnipper, Schnapper, Schnupp. Ah, nicht mehr Troll Wamm. Und Mann das nehmen, weil man gut und nicht Schnipper schnapp. Na, sieh da.
Haben wir doch gut gelöst hier. Bummabum. Die vermisste Bergleute bricht dem Dorfältesten in Blandare, was mit den vermissten Bergleuten widerfahren ist. Das machen wir. Aber wir nehmen natürlich hier noch unseren Kram mit. Damit kann der Troll ja eh nichts anfangen. Ich meine, gut, mit den Erzen kann er wahrscheinlich auch nicht wirklich was anfangen, aber es ist ja seine Wohnung. So. Wir räumen nur ein bisschen auf. Gut, Wummabum. Mach's gut und bleib anständig. Aber wie immer, ne? Wie immer. Es ist... Oder, nein, nicht wie immer, aber... Es war ja schon so oft so, dass die Menschen selber schuld sind, wenn sie... nicht... einsichtig sind. So, ich überlege gerade, ob wir noch hier hochgehen zu der... Bärenschulenausrüstung. Wäre ja eigentlich auch in der Nähe, ne? Nee, ach, das machen wir. Wir machen wieder diese ganzen Schuhausrüstungsgeschichten, machen wir wieder, wenn wir Fragezeichen machen. Genau, so. Deswegen gehen wir jetzt zum Lager der Bergleute und werden dann von dort aus die Schnellreise nehmen. Und dann mal gucken, was der Älteste sagt. Wenn er schlau ist oder wenn er auch ein bisschen Köpfchen hat, dann sagt er, tja, selber schuld. Es sei natürlich, er wollte mit dem Erzen so natürlich an Reichtum kommen, um sein Dörfchen wieder etwas aufbauen zu können. Dann ist er natürlich ja, dumm gelaufen. Wir werden sehen. Mal gucken, was er sagt. So, der Regen hört langsam auf, glaube ich. Zumindest kommt wieder so ein bisschen die Sonne durch. Sieht zumindest so aus. Übrigens sehr cool aus. Also müssen wir gleich mal gucken, ob es hier einen Schmied gibt. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Sei gegrüßt, Hexer. So. Die Bergleute sind tot. Wusste denn niemand, dass dort ein Troll lebt? Wir haben schon davon gehört, aber... Aber die Gier hat über die Vernunft gesiegt. Du hast kein Recht, uns zu verurteilen. Was ist mit dem Troll? Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Das solltet ihr auch. Bist du plötzlich zu feige? Was für ein Monsterjäger willst du denn sein? Verschwinde! Na je, na klar. Das ist ja seltsam. Uneinsichtig. Auftrag vermisste Bergleute. Aber ist mir egal. Dann ist es halt so. Die wussten sogar davon und haben trotzdem... Nee. Ohne Worte. Auftrag vermisste Bergleute. Da. Ein paar junge Männer aus Blandare waren ins nahe Gebirge gezogen, um Silber zu suchen. Anscheinend hatte ihr Unterfangen jedoch eine unglückliche Wendung genommen. Der Hexer wurde damit beauftragt, die Umstände zu klären. Wie sich zeigte, hatte sich eine Felstroll in der Nähe von Blandare eingenistet. Trolle sind zwar in gewisser Hinsicht vernunftbegabte Wesen, aber Menschen gegenüber oft sinnlos grausam. Offenbar war ein Felstroll für den Tod der Bergleute von Blandare verantwortlich. Diese hatten allerdings gewusst, dass die Höhle bewohnt war und der Troll hatte sie gewarnt, dass er nichts von ungebetenen Gästen hielt. Genau, so ist es nämlich. Aber die Bergleute hatten sich nicht beirren lassen, sondern aus Gier ihr Leben für ein paar Erzbrocken riskiert. Geralt fand, dass der Troll ein Recht darauf hatte, sein Zuhause zu verteidigen und den Tod nicht verdiente. Das schmeckte den Dörflern, die ihn beauftragt hatten, natürlich gar nicht und sie weigerten sich, Geralt auch nur einen Kopper zu geben. So stand der Hexer nach einem Auftrag erstmals mit leeren Händen da. Ihm blieb nur der Trost, seinem Gewissen gefolgt zu sein. Auf Geld können wir eh verzichten, von dem her haben wir alles richtig gemacht. So. Soll dich doch der Felstroll holen.
Gut, dann lass uns mal ganz schnell gucken, wo wir als nächstes hinreisen können. Ach ja, jetzt können wir eigentlich das machen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollten, und zwar zu dem Druiden dort hochgehen. Und dort auch die Quest weitermachen, beziehungsweise beenden. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal schauen. Und wir müssen natürlich, achso, hatten wir hier eine Schmiede? Nee, ne, wir hatten glaube ich nur den Händler hier. Ja, wir hatten keine Schmiede, okay. Wir müssen bei Gelegenheit auf jeden Fall, bevor wir wieder in größere neue Abenteuer gehen, müssen wir auf jeden Fall mal reparieren. Im besten Falle kommen wir durch ein Dorf durch, wo wir reparieren können. Wir sind schon wieder dieser... Aber wir rennen mal weiter. Wir haben gerade keine Zeit. Oh, sieht so schön aus, hier durch den Wald zu laufen, oder? Gerade mit diesem, wie die Sonne hier so reinbricht. Das sieht echt cool aus. Sind schon wieder welche. Ich mal ganz kurz in Ruhe gucken, wie toll das aussieht einfach. Oh, ich liebe sowas. Da sag ich gleich wieder direkt. Da freue ich mich jetzt schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, auf den Frühling. Wenn es so langsam wieder ein bisschen wärmer wird, aber noch nicht so richtig dolle warm ist, sondern... Und dann man so einen Waldspaziergang macht. Oh, das ist schon schön. Das sind ja weiße Rehe. Das ist ja auch interessant. Guck mal, weiße Wölfe gibt es hier und weiße Rehe. Oder sah das nur so durch den Sonnenschein aus? So, wir müssen eigentlich gleich da sein. Ja, da vorne ist er schon. Wieder auf den Wiesen der Druiden. Achso, der ist ja in seinem Druidenbau drin. Ja, ne? Hier müsste das richtig sein, oder? Ja. Aber mit dem können wir auch gleich mal eine Runde Gewinn spielen. Grimst. Ich habe alles getan, was du verlangt hast. Okay. Ausgezeichnet, mein Junge. Frithjof, wollen wir anfangen? Je früher, desto besser. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Das Ritual ist nur für Mitglieder des inneren Kreises. Deshalb musst du draußen warten, lieber Lehrling. Du darfst unter keinen Umständen reinkommen. Wir beginnen am Morgen mit deiner Ausbildung. Wie du wünschst, Meister, erzählst du mir was vom Ritual? Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, was das Ritual war. Wirst du mir endlich sagen, worum es in diesem Ritual geht? Schön ruhig. Naseweise mögen wir nicht. Es ist eine brennende Angelegenheit. Verschwende! Mhm. Warte bis zum nächsten Tag. Gut, ich denke mal, wir können die Zeit mal ausnutzen und machen immer eine kleine Meditationspause, um auch mal unsere Tränke wieder aufzufrischen. Wir machen mal bis 9 Uhr nächsten Tages. Es war eine ganz schön lange Zeit, weil wir gerade mal Mittag haben. Aber na gut, so ist es halt. Wir gönnen uns einfach mal diese kleine Auszeit. Morgengrauen. Und da sind wir wieder. So, dann müssten die zwei, unsere zwei Mentoren, ja auch ready sein. Abgeschlossen. Was? Wieso ist denn da noch zu? Warte bis zum nächsten Tag. Doch nächster Tag. Sollen wir noch länger warten oder? Wir können noch mal. Wir können noch mal bis 12 Uhr meditieren.
Oder sind das vielleicht genau 24 Stunden? Kann es ja auch sein, dass wir bis nach 13 Uhr sozusagen warten. Ach, guck mal jetzt ab. Sprich mit Grimist über deine Belohnung. Das bin ich ja mal gespannt. Ja. Genau das hatte ich auch noch im Kopf gehabt. Das Ritual ist quasi gewesen, dass die sich einfach besaufen. Ja. Ah, ich brauche noch einen. Das ist gutes Zeug. Der Beste. Aus dem Moorskogenwald. Und Alkohol vom Hagelhügel. Auf gute Zeiten, Fridtjof. Endlich mal was anderes als die verfluchten Tränke und Transmutationen. Das Ritual scheint noch nicht zu Ende zu sein. Geralt, ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen bleiben. Nur Druiden vom inneren Kreis. Kreisscheiß. Gönn dem Jungen auch mal etwas Spaß. Gut. Schenk dir ein, Geralt. Fangen wir mit dem Unterricht an. Hey, ob das so gut ist in dem Zustand, willst du nicht lieber erst wieder nüchtern werden? Viel lernen, viel trinken, so lautet meine Devise. Ja, komm, das machen wir mal. Viel trinken, viel lernen, das gefällt mir. Ja, ja, ich nenne es Stimulation und Assimilation. Ja. Erst wird angeregt und dann wird absorbiert. Setz dich. Fangen wir mit der Aufnahme von Gift. Bester Ansatz. Übung macht den Meister. Ich habe schon viel Übung. Gute Sache. Das macht meine geheime Methode leichter. Schau, du nimmst den Trank so. Und schluck. Wer hat eigentlich gesagt, dass das Alter eine Last sei? Einige Zeit später. Und wir sind leicht angetüdelt, so wie es aussieht. Aber ich glaube, wir waren erfolgreich. Salpe, oh ja, wir taumeln ganz schön. Sind beide jetzt rausgegangen? Triff Yennefer auf Hindarsfjall. Haben wir die Quest jetzt beendet, oder? Ja, sieht so aus, ne? Verdammt, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit Alchemie, oder? Oder Alchemie. Oh Gott. Oh je, warte mal. Wir werden sie finden. Königin Suleika, Redanien, Verbindung. Brandstifter, Vergangenheit, Radovid. Gefährliches Spiel. Lebenswichtige Angelegenheit. Ach Mist. Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Da haben wir es doch. Also, wir lesen das mal ganz kurz von vorne durch. Auf seinen Reisen erfuhr Geralt auch von einem Meisteralchemisten namens Grimist. Angeblich kannte dieser Druide sich besser mit Alchemie aus als die meisten Männer mit den Konturen ihres eigenen Schwanzes. Geralt, der nichts gegen eine Auffrischung seiner Kenntnisse hatte, beschloss, den Gelehrten aufzusuchen und etwas von seinem Wissen zu absorbieren. Jener Grimist, der wies sich als seltsamer Zeitgenosse, doch das sind Magier und Druiden ja oft. Das routinemäßige Starren in den Abgrund außerweltlicher Kräfte hat eben diesen Effekt. Statt Geralt direkt zu unterweisen, zwang er ihn, zunächst drei Prüfungen abzulegen. Diese bestand der Hexer mit fliegenden Fahnen und dem Druiden blieb keine Wahl, als Geralt in die Lehre zu nehmen. Dieser zeigte eine bewundernswerte Neigung zu lebenslangem Lernen und hielt Tafel und Kreide für einige Lektionen in fortgeschrittener Alchemie bereit. Ja, genau so ist es gewesen. Naja. War doch auf jeden Fall ein lustiger Abend. So, erstmal ein bisschen frische Luft. Ja, so ein Pfeifchen wäre jetzt auch für mich mal was Feines. Was willst du noch?
Ich hab dir schon alles beigebracht. Na, nicht doch gleich so rau, mein guter Mann. Erstmal Runde Gwind. Gwind? Jemals gespielt? Falls du wissen willst, ob ich mit dir spielen möchte, ist die Antwort einfach. Nein. Angst zu verlieren, kann ich verstehen. Na schön, raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Prunkstück. Du hast gewonnen. Ich glaube, du solltest Lugos den Irren herausfordern. Ich möchte wissen, ob er mit dir um seinen Katakan spielt. Ein mysteriöser Elf. So, guti, dann haben wir auch das hier erledigt mit den Druiden. Ich glaube, mehr Druiden-Quests gab es auch gar nicht hier. Druidenlager, hier haben wir nochmal ein Fragezeichen. Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe? Hier oben haben wir noch mal. Achso, das war das. Hier hätten wir auch eine Schatzsuche. Was haben wir hier noch? Die Familienklinge. Stelle die Diebe beim Alten fort. Ja, ich würde sagen, wir machen das noch, oder? Hier ist auch gleich Wolfsschulenausrüstung. Das lohnt sich noch. Und danach ist dann, glaube ich, eh schon die Zeit reif. Oder müssen wir einmal ein ganzes Stückchen, wobei wir können hier runter zur verfallenen Taverne durch das Dorf und dann hier hin. Ja. Oh, Moment. Das war so nicht geplant. Einmal so, genau. So, dann einmal rüber zum Schild. So schön hier. Und das Wetter ist immer noch sehr zornig. Wir wollen einmal hier runter. Ach, hier sind wir. Neue Markierung verlassene Städte. Hä? Neue Markierung versteckter Schatz? Hä? Wie? Wo? Was? Ich dachte, wir waren hier schon. Bleib hier. So. Sirenen. Ach, da haben wir noch eine. Okay, Moment. Ganz schön weit oben. Nein. Na, jetzt hör doch mal auf, da wegzufliegen. Ja, die wird schon kommen. Wir gucken mal. Achso, hier ist ein Nest. Hier oben, ne? System. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Ist doch hier drin? Ein Brief. Warte mal, den holen wir gleich. Wo ist denn das, das Nest? Das wird hier oben angezeigt, aber ich sehe es nicht. Ach, hier. Ah. Schnell weg damit. Kommst du jetzt hierher? Ah, guck mal, jetzt haben wir. So, weg damit. Judy,
Ach doch, sind immer noch ein paar hier, ne? Ein paar Sirenen. Glaube ich. Trockenfisch. Was ist das hier? Achso. Keine Angst, ich habe die Kiste noch auf dem Schirm, die da in dem Häuschen drin ist. Aber hier muss noch irgendwas sein. Das, der Ort ist noch nicht als erledigt markiert. Achso, vielleicht nachdem wir gelootet haben. Mal schauen, was haben wir hier? Da, ein Brief. Fiale, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Das Schiff deines Vaters ist vor der Südküste von Artskellig gesunken. Soweit bekannt ist, gab es keine Überlebenden. Es wurden nur wenige Leichen geborgen. Sie waren bereits blau angelaufen und aufgebläht. Ich konnte nur Jovik anhand seines Tattoos erkennen. Ich tue mein Bestes, um die Leiche so gut wie es geht für das Begräbnis vorzubereiten, aber sei gewarnt, es wird kein schöner Anblick. Ich weiß, was an Bord dieses Schiffes war. Es war alles, was du hattest. Wenn du dir also etwas Geld leihen willst, schreib mir bitte. Dein Vater und ich waren blutsgebunden. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Warnend. Familienglück. Oder auch nicht. Na, kommen wir dahinter? Nee. So, aber wie gesagt, hier ist immer noch... Wahrscheinlich, warte mal, ich glaube hier oben ist noch so einer. Oder hier sind noch ein paar Sirenen, oder? Da unten? Da. Ach, das sind... Ah, okay. Ich glaube, das ist wieder so ein Überraschungsangriff gelingt. Ja, gerade Nummer 1, ja. Und das sieht, glaube ich, gut aus. Oh, fuck. Ich kann nicht mehr. Meine Schwert ist kaputt, glaube ich. Verdammt. Okay, wir haben es aber geschafft. Gott sei Dank. Haftbefehl für Hexer Gerd. Wer ist denn Hexer Gerd? Hiermit sei kundgetan, dass der als Gerd bekannte Hexer schändliche Verbrechen gegen die Herzogstiara begangen hat. Nämlich Beleidigung ihrer herzoglichen Durchlaucht, Widerstand gegen die Wachen von ihrer Gnaden, Kollaboration mit dem Usurpator sowie weitere Taten, die Schaden über die Herzogstiara bringen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, gilt als Komplize seiner Verbrechen. Es ist die Pflicht jedes einzelnen Untertan, der Herzog Tiara, den Gesetzeshütern, welche ihn dingfest zu machen trachten, jede erdenkliche Hilfe zu gewähren. Auf die Ergreifung des Hexers Gerd, tot oder lebendig, wurde eine Belohnung von 300 Seebogen-Denaren ausgesetzt. Im Namen ihrer Durchlaucht Helena Lange Haare, Erbin des Herzogtums Seebogen, Suzerin von Gelibol, Hieronymus Usar Castellan. Das war schon ein bisschen her, glaube ich, oder? Weiß nicht. Legendäres Bären. Das war wahrscheinlich das Lager gewesen von dem hier, oder? Achso. Notizen eines Gastwirts. Das war kurz vor Einbruch der Dämmerung. Dann tauchte ein Hexer auf. Dreckig und unrasiert. Der stank schlimmer als ein Fischer von Farö. Er fragte nach einem Zimmer und einem Kübel mit Wasser, damit er sich waschen konnte. Zuerst wollte ich ihn nicht aufnehmen, weil er einen blutdurchtränkten Sack mit sich trug. Aber dann stellte sich heraus, dass er sich hier mit Jorgen Eisenhand treffen wollte. Und Jorgens Freunde sind auch meine Freunde. Die Sonne war schon lange untergegangen, als Jorgen auftauchte. Der Hexer gab ihm den Sack und wir alle erfuhren, warum er so schrecklich stank. Darin befand sich der Kopf einer Sirene. Jorgen hatte den Hexer beauftragt, sie zur Strecke zu bringen,
nachdem sie einige Leute in einer Höhle im Nordwesten von Spikerok angefallen hatte. Die Sirene tot zu sehen, sorgte für gute Stimmung bei den Leuten und Jorgen gab vor Freude die eine oder andere Runde aus. Der Hexer lehnte zunächst ab und sagte, dass er sich um eine Striege kümmern müsse, die in der Ruine einer alten Festung im Norden der Insel ihr Unwesen trieb. Aber am Ende gab er nach. Jorgen kann man schließlich nichts abschlagen. Alexa hat hier gerade bei mir eingeschaltet und ich weiß nicht warum. Aber wahrscheinlich irgendwas gesagt, was sie getriggert hat. Hab an dem Tag einen Haufen Geld verdient, denn bei Sonnenaufgang waren noch immer alle da. Der Hexer betrank sich mit Jorgen und erzählte Geschichten. Und irgendwann spielten wir ein paar Rundgewind. Dieser Gerd mag ein erstklassiger Kämpfer sein. Aber vom Kartenspielen hat er keinen blassen Schimmer. Er hat die Hälfte seiner Belohnung für die Sirene an mich verloren und die andere Hälfte versoffen. Und um das Geld zurückzugewinnen, setzte er ein Schema für irgend so ein Starschwert ein. In meinen Augen war das nur ein Haufen Schrott. Aber was soll's? Manchmal ist Sportlichkeit und Kameradschaft wichtiger. Also nahm ich an. Okay, das war dann wohl... Ist das hier etwa das ehemalige Gasthaus? Könnte sein, oder? Das ist ja schon alles ein paar Jährchen her. Und ich glaube, das war hier mal ein Gasthaus. Was übrigens von Sirenen eingenommen wurde. Oder beziehungsweise von Erscheinungen. So, aber wir haben... Das ist immer noch nicht... erledigt hier, ne? Also irgendwas scheint hier immer noch aber was? Ich sehe nichts mehr. Guck mal hier hinten, ist hier vielleicht noch ein Nest irgendwo, was wir noch nicht gesehen haben. Aber so weitläufig ist es eigentlich nicht, das Gebiet. Rot. Verlassene Städte. Warte mal, ich will gucken auf die Karte. Nee, hier ist es auch noch knallrot. Die Leute waren wegen Monstern oder Banditen gezwungen, diese Gegend zu verlassen. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr gebannt ist. Ja, genau. Also muss hier noch irgendwo sich was verstecken, was wir noch nicht gefunden haben. Aber wo? Wir haben das Nest zerstört. Da ist das gesunkene Schiff übrigens, ne, was die in dem Brief erwähnt haben. Ich habe ja so ein Gefühl, dass es ein bisschen verbuggt ist. Also hier ist ja auch nichts mehr drin, ne? Also ich nehme mal stark an, es ging um die Sirenen letztendlich. Ich sehe aber auch keine mehr in der Nähe hier. Wir können mal eins machen, wir werden... Oh, wir müssen unbedingt reparieren, ne? Wir gehen mal zu dem Schiff da drüben und dann machen wir, laden wir vielleicht nochmal. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir jetzt beim Schiff sind, das sind auf jeden Fall auch nochmal Sirenen, glaube ich. Oh, das ist natürlich zu unbedingt an Land kommen. Unter Wasser können wir die nicht. Hey, so ja nicht. Ah, die ist tot. Das war's.
So, ich mach mal hier einen Quick Save. Bei Schiffen bin ich immer vorsichtig. Da passiert es immer ganz schnell mal, dass man nicht mehr nach draußen findet. Also die Frage ist das hier oben oder ist das unten? Hier ist es auf jeden Fall nicht gerade eben. Okay, dann müssen wir rein. Dann müssen wir hinein. Gott, das ist eng hier unten. Nee, warte mal, bin ich hier. Ich hoffe, gut, dass ich gespeichert habe. Ich bin so froh, dass ich gerade gespeichert habe. Ich glaube, ich hätte nicht hier drinnen sein sollen. Hier geht es nicht mehr raus. Ich glaube, das ist so ein typischer... Ja, hier kommen wir nicht mehr raus. Wir sind hier in einem... in einer ungünstigen Ritze gelandet. Und tauchen können wir nämlich auch nicht so richtig. Weil das irgendwie nicht so richtig tief ist. Und zumindest tut Geralt immer wieder automatisch nach oben schwimmen. Ah, jetzt hat er mal. Okay, wir probieren es mal. Aber hier ist nichts, ne? Hier ist so nichts markiert irgendwie. Ich glaube, wir sind hier wirklich in einem... Da drüben ist was. Aber wir kommen dort nicht hin. Nee, aber hier ist alles zu. Oder hier oben vielleicht? Ah, warte mal. Vielleicht dadurch diese... Oh Gott. Geralt, einmal gerade ausspüren bitte. Doch, hier kommen wir durch. Oh, na Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, Familienglück ist aktualisiert. So, wie immer werden wir natürlich aber lesen, ob wir noch ein paar mehr Informationen bekommen. Hier. Valend. Geralt fand das Schiffswrack, das einst Fjalles Vater gehört hatte. Wie sich herausstellte, war die kostbare Fracht noch vorhanden, zur Freude des Hexers. Ja, so ist es. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir jetzt hier wieder da in die Richtung hinter schwimmen, ob sich vielleicht doch nochmal ein Gegner erbarmt zu spawnen. Können wir hier nochmal speichern an der Stelle und dann können wir nochmal zur Not laden und hoffen, dass dann dieser eine Gegner erscheint. Nix. Doch, da hinten. Da. Da, 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 da. Boah, was ist noch weiter? Komm schon. Geralt, jetzt treff doch mal. Beziehungsweise komm noch mal ein bisschen. Ja, nee, doch nicht. Gibt's doch nicht. Ist aber weit da oben, ne? Greif mich doch mal an. Jetzt kommt's ein bisschen näher. Komm schon. Ja, jetzt haben wir sie. Mit Fäusten. Also ist egal, dann nehmen wir halt das Schwert. Nicht das Richtige, aber. Oh, ja. Erstmal mit Quellen. Mal runter hier. Ja, halt so.
So, jetzt haben wir, glaube ich, auch das erledigt hier. Immer noch nicht? Was? Ah, doch. Boah, ich wollte schon sagen, ey. Mann, hätte ich jetzt aber echt gezweifelt. So, das Örtchen ist wieder bewohnbar. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. So, wenn wir Glück haben, haben wir hier einen Schmied. Ne, aber es ist nur ein Kräuterkundiger. Da. Aber den werden wir mal ganz kurz anquatschen und mal schauen, was er zu verkaufen hat. Kann ich dich für etwas aus meinem Angebot interessieren? Gott, der sieht genauso aus wie dieser eine Jäger, den wir in der Endfolge hatten. Vielleicht. Zeig mal, was du hast. Ach so, er hat jede Menge Kräuter, aber nichts, was wir brauchen. Okay. Trotzdem danke. Wiedersehen. Wiedersehen, wie höflich der Geralt sein kann. Gut. Gudi, dann haben wir auch das hier erledigt. Ach so, wir wollten ja. Na eben, wir wollten ja eigentlich hier hoch, ne? Und dann darüber. Hm, so viel dazu. Wir sind schon. Wir haben schon. Ja, es ist schon wieder relativ lange gerade, die Aufnahme. Ich hoffe jetzt gerade nur, dass wir in dem Dörfchen hier wenigstens noch eine Schmiede finden. Warte mal, laufe ich jetzt gerade überhaupt richtig oder? Ja, so halb. Da lang. Ich habe es mir sogar markiert. So, da unten ist das Dorf. Oh, das ist ein richtiger kleines Hafen oder kleiner Hafen. Aha, könnten wir Glück haben mit einer Schmiede. Guten Tag, die Herren. Doch, da oben ist eine Schmiede. Ah, super. Super. Die ist wohl hier drin, oder? Herr Schmied. Wie steht's? Läuft das Geschäft? Wieso nicht? Immerhin mache ich die besten Waffen der Insel. Sieh nur. Eisenerz tief aus dem Inneren des Artfand, wo Riesen einst die Erde aufgerissen haben. Dann mein Schmiedefeuer, das seit 6 Generationen pausenlos brennt. Es wird vom Vater an den Sohn vererbt. Und jeden Abend kommt Hara, meine Jüngste, sticht sich in den Finger und lässt einen Blutstropfen in das Wasser fallen, indem ich die Klingen härte. Okay. was hast du auf Lager? Ich hätte gern, dass du mir etwas anfertigst. Gewinnt. Was gibt's Neues in Fyrisdal? Gibt es was Neues in Fyrisdal? Was Neues? Nein, wir sind hier nicht auf dem Festland. Hier ändert sich die Mode nicht mit jeder Schneeschmelze. Wir leben wie unsere Väter und Großväter. Wir fischen, jagen und plündern. Und so werden wir es bis zur Ragnarok halten und darüber hinaus. Na dann. Dann ist es halt so. Hm, lass mich mal sehen. So, wir gucken mal schnell. Er hat nichts, was wir bräuchten. Aber wir können natürlich reparieren bei ihm. Wir machen mal alles einfach reparieren. So, geht schneller. So, und wir können bei ihm auch gleich wieder ein bisschen was verkaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Gut. Okay, anfertigen. Gewinnt. Machen wir ich auch will schnell mal. Unbedingt ein paar Pat- so. Was für ein Kärtchen bekommen wir von dir? Wir bekommen Zwergenscharmützler. Okay. Warte mal, ich will noch mal dich ganz du kurz was zurück. Fragen. Ja. Und zwar, wie ich möchte, dass du mir etwas herstellst. Was?
Sind ja meine Waren nicht gut genug? Nur ruhig. Sie sind vorzüglich, aber nicht das, was ich brauche. Fremde und ihre Ideen. Na schön, zeig mir, was du willst. So, ich will mal kurz gucken, ob der uns... Der könnte uns das legendäre Vipern-Silberschwert herstellen. Hm. Aber Vipern wollen wir ja nicht. Werkzeuge, Armbrust. Ja. Gut, okay. Gut, ich wollte nur mal gucken, ob der uns rein theoretisch Hexer-Ausrüstung herstellen kann. Gute Fahrt. Und das kann er. Und wir haben wieder alles repariert. So, wir beeilen uns gerade ein bisschen. Denn ich würde das doch schon gerne noch machen hier hinten. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu lange dauert. Aber wobei, auf der anderen Seite, wir können das ja auch nächstes Mal machen, oder? Ich glaube, da ist ja nämlich auch... genau, hier ist ja die Quest auch dabei. Und dann können wir das in einem Stück machen, mit Abgeben und so. Und hier haben wir auch nochmal eine kleine Quest. Hier könnte man das nämlich auch gleich machen. Ach verdammt, wenn ich gerade überlege. Nee, Ander, okay. Wir machen das jetzt doch fertig. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu lange geht. Weil wir wollen ja in der nächsten Folge dann eine Fragezeichen-Folge machen. Der Wind heult. Ach Gott, das ist ja wieder so ein riesen Fort, oder? Ja, wobei. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall ein Hexerzeichen da oben. Ich weiß nicht, was du hier gesucht hast. Ach, ich glaube. Ein Monsternest haben wir hier und Banditen wahrscheinlich. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Töte die Diebe. Moin. Schneller! Beim Teufelsblut ist er schnell. Ich hab doch noch gar nicht angefangen. Du bist tot. Aua. So, leg dich nicht mit einem Hexer an. Quest aktualisiert. Die Familienklinge. So, was haben wir denn hier für ein Monster? Die Harpchen haben hier ihr Nest. Na, dann machen wir weg damit. Erstaunlich, dass die Banditen hier einfach so kämpfen konnten, ohne dass da Harpchen rauskam. Okay, durchsuche das Diebeslager nach dem Schwert Kuliu. Wir haben es. So, mal gucken, was deren Motiv war. Svina. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Gimbre und ich waren bei Lugos. Er empfing uns nach den Gepflogenheiten der Gastfreundschaft. Fleisch und Met gab es reichlich. Aber so wie wir Kulio aus dem Leder gewickelt hatten und ihn fragten, was er dafür zahlen würde, entriss er uns das Schwert und schlug uns beide zu Boden, wobei er uns Diebe nannte. Dann jagte er uns holter die Polter aus dem Haus. Gimre ist langsam, den haben sie gekriegt. Auch gut, einer weniger, mit dem wir den Gewinn teilen müssen. Und nun die gute Nachricht. Wir haben das Schwert noch und ich weiß jetzt, wo ich es loswerde. Ich habe... mit meinem Schwager Steinfinn gesprochen. Er wird Kuliu in Novigrad verkaufen und den Erlös mit uns teilen. Ich weiß, aber ich schwöre dir, man kann ihm trauen. Ich werde ihm das Schwert am Strand beim Waldfriedhof auf Art Skelly geben. Ich werde alleine gehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vorsicht, Lugos könnte einen Boten nach Kertrolde senden, um den Diebstahl anzuzeigen. Tauch lieber irgendwo unter. Vielleicht bei Tante Hilde? Sie ist nicht ganz richtig im Kopf, aber man kann sich auf sie verlassen. Bis dann, Irjan. Ja, suche beim Waldfriedhof nach Dieben. Also wir
müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Die Quest, so viel zu dem Thema, schnell. So, aber wir haben hier auch noch die Wolfsschulen-Ausrüstung. Moment, das muss ja dann hier auch irgendwo sein. Die Frage ist nur, wo? Also auch die Schnelle sehe ich hier gerade keine Kiste. Warte mal, vielleicht hier irgendwie was? Nee. Vielleicht in einer der Türme dort oben. Das Zeichen ist aber hier oben, ne? Also eigentlich weiß ich nicht, ob das denn hier draußen ist. Achso, wir kommen da gar nicht in die Türme hoch, oder wie? Nee, ich glaube, wenn, dann muss es doch da drinnen sein. Ich probiere mal hier irgendwie am Rand lang zu laufen, einfach um zu gucken, ob hier nicht doch irgendwo noch was ist. Ein Durchgang oder ein Hinweis? Nee. Jetzt sind wir schon einmal ringsherum gelaufen. Ah, wir müssen nochmal gucken. Also muss ja irgendwo was sein. Oder unterirdisch vielleicht? Ich glaube ja fast unterirdisch, ne? Aber dann würde doch das Zeichen da nicht so sein. Nee. Hätte sein können, dass da, dass sich hier irgendetwas bewegt. Da ist auch nichts drin. Aufnehmen. Ach, warte mal. Nee. Das war ja nur das Nest. Jetzt haben wir auch wirklich gar nichts. Und auf diese Türme kommt man nicht. Schema zur Verbesserung des Brustpanzers. Ich glaube ja dann doch, dass es irgendwo eine Höhle sein wird. Aber wie gesagt, das Hexerzeichen ist hier draußen dran. Und eigentlich ist das ja immer das Zeichen für den Eingang. Zum, ja, zu dem, zu der Ausrüstung halt, ne? Aber das ist auch nichts hier. Nee, nee. Hätte mich auch gewundert. Draußen ist irgendwas, ne? Zumindest leuchtet da irgendwas. Das schimmert hier so durch. Wir gehen noch mal gucken. Irgendetwas bei dem Turm. Aber hier sehen wir wieder, von der Seite ist wieder nichts zu sehen. Außer, dass wir hier immer nach unten rutschen. Nix. Puh. Tja, so viel zum Thema schnell das erledigen. Was haben wir da hinten? Ach, das sind das Bier. Nee, was bist du?
Doch, Bären. Alles gut, ich wollte nix. Kommt man vielleicht doch auf den Turm da hoch? Und ich habe irgendwie den Zugang nicht gesehen. Aber ich wüsste nicht wo. Das sieht alles nicht so aus, als wenn man da irgendwo hochklettern kann. Geschweige denn, dass hier irgendwo ein Eingang ist oder irgendwas. Nee. Keine Ahnung. Ich werde nochmal in Ruhe, glaube ich, nochmal gucken, aber... Das ist doch alles nix hier. Ja, naja, gut, okay. Also wir machen dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, dann noch die Quest zu Ende. Und dann gehen wir noch schnell, wo ist es hier, glaube ich, ne? Ne, das ist das. Wind, ne, warte mal, wo ist denn jetzt die andere Quest? Auch nicht. Fliegende Fäuste. Naja. Wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Wir machen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal die Fragezeichen. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt so weiß oder ob ich noch hier das finde. Dann schalte ich euch wieder dazu. Aber generell ab der nächsten Folge ist dann erstmal Fragezeichen. Und nach diesem ganzen Fragezeichen-Kram, ich denke mal, wir werden hier oben nördlich anfangen. Also hier oben so diesen Teil erstmal abgrasen. Ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, vielen Dank. Bis hierhin wieder. Und ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.